herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr oben oder unten hier vielleicht schon den Titel lesen konntet, ist es ein Do-It-Yourself. Vielleicht kennen es manche. Ihr habt eine alte Schabracke und dort ist ein Name von einem alten Pferd oben und ihr wollt das nicht mehr haben. Ich habe hier schon mal ein Beispiel, wie das danach aussieht. So. Ich hoffe, es war kursiert. So soll es danach aussehen. Und ja, das zeige ich euch jetzt einfach einmal. Alles, was ihr dafür braucht, ist so eine Nagelschere, so eine kleine Spitze. Und eine Pinzette. Ich habe jetzt so eine, weil ich mit der besser arbeiten kann, aber eine normale Pinzette reicht. Und ja, alles weitere könnt ihr dann ja herausfinden, wie ich das mache.